Moin und herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, dem Comedy-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und mit mir am Mikrofon Werner Bergmann. Ja, hallo Herr Wolf. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, dass du da bist, denn vielleicht hat der ein oder andere das von Ihnen mitbekommen da draußen an den Empfangsgeräten. Unser Umweltminister hier aus Niedersachsen, Herr Lies, hat ja jetzt eine Grundlage für die einfache Tötung eines Wolfs herausgegeben. Und ich bin dankbar, dass es dich noch nicht erwischt hat. Ja, ich auch, ja. Aber du wohnst ja so ein bisschen abgeschieden in deiner Höhle hier oben, ja. Über den Dächern einer Stadt. Und von daher fühle ich mich einigermaßen sicher bei dir. Aber du klingst so ein bisschen erkältet. Was ist los? Ja, du weißt ja, wir hatten das im Podcast schon ein paar Mal gehabt, dass ja jetzt die große Saison für die ganzen Partys und Feiern und so weiter ist. Und man merkt es, ich bin ein bisschen darunter. Ich leide leicht darunter. So muss man das jetzt an dem Sinne sagen. Also, wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein, wenn man diese ganzen Gröle-Hits mitsingen. Ich sage nur eins, Laila. Aber du warst jetzt nicht bei Christian Lindner auf der Hochzeit letzte Woche in Sylt. Nein, da war ich noch nicht gewesen, aber da kommen wir im Laufe des Podcasts bestimmt noch zu. Zunächst einmal, es ist ja die Urlaubszeit. Deshalb natürlich für alle, die zu Hause geblieben sind, die zurückgebliebenen Kinder, erwachsene Eltern, ist das natürlich eine ideale Gelegenheit, so ein bisschen Urlaubsfeeling zu bekommen. Sie wissen ja, der Sommerhit des Jahres ist natürlich nicht Laila, sondern ersatzlos gestrichen. So sieht es momentan an den ganzen Flughäfen aus, wo sich die Schlangen immer länger bilden und ich möchte nicht wissen, wie viele zurückkommen aus dem Urlaub und sagen, ich muss erstmal Urlaub haben, vom Urlaub, so gestresst bin ich in dieser Richtung, nicht wahr? Also wahrscheinlich ist es für den einen oder anderen sinnvoller, mit dem E-Scooter nach Malle zu fahren, als mit dem Flugzeug, da kommt er wenigstens wahrscheinlich eher an. Der Notstand inzwischen ist schon so groß, ich habe gesehen, dass in der einen Fernsehaufnahme, die ich da verfolgen konnte, dass das Bodenpersonal schon zugejubelt wird. Echt? Dass die wenigstens da sind, von der Besucherterrasse. Also 3 Jahre nach Covid praktisch jubelt man jetzt. Man klatscht dem Bodenpersonal am Flughafen zu, ja. Und es heißt natürlich auch von den Fluggesellschaftsbetreibern und nicht nur von denen, in fast allen Branchen, wir finden ja kaum Leute. Entweder ja. Sie sind krank oder sie sind im Urlaub oder es ist einfach ein beschissen bezahlter Job. Ja. Eins von diesen Sachen wird es meistens sein. Ne? Vielleicht sollte man mal anfangen, ob man nicht die Lohnerhöhung über Crowdfunding macht. Das ist doch dieser neue heiße Scheiß. Dass wir alle jetzt zusammenlegen und versuchen, den Leuten das Geld zu finanzieren. Denn anscheinend scheint es die großen Betriebe nicht zu schaffen. So, damit habe ich Ihnen erstmal die Urlaubsstimmung ein bisschen vermiest. Ne? Momentan ein großes Thema hatten wir ja auch noch in den Tagen, wo wir nicht da waren. Das ist ja heute der dritte Podcast und zwar das Thema Wartung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nord Stream 1, das ist ja, der einzige Weg, wo wir noch Gas bekommen aus Russland, wird im Moment gewartet. Und Wartung kommt ja vom Warten. Das heißt, wir warten, dass es irgendwann mal wieder Gas gibt. So, glaube ich, muss man das sehen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Aber ich habe immer dieses Bild, als diese Nachrichten kamen, dass der Kreml-Chef persönlich, Putin, jetzt mit so Handschuhen an so eine Gasleitung geht und versucht, oh, die ist aber ein bisschen geht nicht, die ist verkauft. Klemmt und sitzt da und Lavrov kommt dazu und hilft so ein bisschen, damit sie das machen. Denn die können ja, denn eins ist ganz klar, das müssen die ja selber machen. Sie wissen doch selber, wie das ist, wenn sie einen Handwerker haben wollen. Da kommt doch keiner. Also sitzen die beiden da und haben jetzt ganz kräftig gedreht mit aller Kraft, damit sie diese Leitung zumachen konnten. Nicht wahr? Also wir werden es jetzt auf jeden Fall verfolgen und ich hoffe, Sie werden nicht zu den Leuten zählen, die später drunter leiden. Es ist ja momentan einiges, was wir so merken. Die Schwimmbäder drosseln inzwischen die Temperatur hier im Kreisgebiet. Da sind einige Wasserarme total ausgetrocknet. Manche Schwimmbäder auch hier im Kreis sind jetzt geschlossen worden. Hier die von der Stadt betriebenen, künstlich angelegten, aus Sicherheitsmaßnahmen. Ganz ehrlich, in meiner Jugend, da war die Sicherheitsmaßnahme ein Schild, das da reingepflanzt wurde. Da stand Baden auf eigenes Risiko. Ja, das war alles. Heute gibt's wird ein Ausschuss gebildet, dann gibt es eine Sicherheitsstudie, dann kommt die Studie und sagt, ja, im Endeffekt ist Wasser unsicher, weil hat keine Balken. Ja, und dann kommt natürlich jetzt wieder so eine Verwaltung, die sagt, ist aber eigentlich blöd, wir haben doch jetzt diesen Dings, wir können doch den Leuten das nicht verbieten. Also müssen wir jetzt nochmal eine Studie machen, die vielleicht der Studie sagt, dass die Studie nicht so ganz stimmt. Und so entsteht das, nicht wahr? Also, so, und dann haben wir natürlich die große Politik, die ja super Ideen hat, die zum Beispiel sagt, alle Leute, die nicht mit ihrem kleinen zweimotorigen Maschinchen rüberfahren können, fliegen können nach Sylt. All diejenigen sollen in beheizte Turnhallen gehen, wenn es kalt wird. Ne? Ja, okay. Opa und Oma gehen dann in die Turnhalle und sitzen da, damit es zu Hause ein bisschen warm wird. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Da bin ich zum ersten Mal überhaupt auf der Seite von Julia Klöckner.
Denn die hat gesagt, es ist eine scheiß Idee. Ja, okay. Und es ist wirklich eine dumme Idee, in der Richtung auf die Sache zu kommen. Ne? Einerseits werden da im Endeffekt, da werden für 8 Tagessätze, werden Hotelzimmer in Sylt gebucht für die Promis. Das heißt, unser Finanzminister gibt pro, also für eine Übernachtung 3.500 Euro für fremde Leute, 140 Gäste aus. Aber wenn es doch hat. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema. Ich möchte dich da jetzt nicht so... Naja, auf jeden Fall darf man auch eins nicht vergessen. Jetzt genau diese Tage hat die CDU-CSU das 10-jährige Jubiläum gefeiert, dass man gesagt hat, auch Solarenergie ist eine blöde Idee. Der Solarenergieausbau, den stoppen wir erstmal. Ne? Also die, die jetzt momentan der Regierung sagen, ihr tut zu wenig. Ne? Die FDP damals übrigens war voll mit auf der Seite dieser Vollbremsung der Energiewende. Ne? Und heute freuen wir uns doch alle über jede Kilowattstunde Solarstrom, die wir bekommen. Also das muss man natürlich auch immer alles so sehen. Ne? Aber wir sollen jetzt weniger Hände waschen, wir sollen jetzt frieren, nicht wahr? Wir sollen jetzt das WLAN abdrehen wahrscheinlich, nicht wahr? Kochtopfdeckel nutzen, während draußen Schneekanonen heilt. Das ist sowieso dann, wenn ich das dann sehe. Wir sitzen zu Hause, wir dürfen nicht mehr warm duschen und irgendwo anders sind die Heizpilze draußen, damit irgend so einer mit seiner Kippe draußen bloß nicht friert. Damit wir im Winter die Fußball-Weltmeisterschaft reingucken können. Ja, dann Public Viewing. Das ist ganz wichtig, dass deine Heizpilze da sind, sonst frierst du dich ja dabei beim Public Viewing. Aber auf der Autobahn 130, das ist natürlich nicht möglich. Ich heize übrigens, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Wolfgang Kubicki. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wolfgang Kubicki ist eine neue Einheit. Ganz viel heiße Luft. Und wenn man, ne, man kann die jetzt zur Energiegewinnung nutzen, nicht wahr? Und den kann man jetzt anschließen bei sich an der Wohnung und dann kann man sagen, oh Gott, ich habe so und so viel Kubicki in der Wohnung, nicht wahr? Und jetzt habe ich, ich habe es, glaube ich, versprochen, und zwar Tipps für Stadtverwaltung und Kreisverwaltung, um Energie zu sparen. Weil unter anderem sind ja jetzt auch die großen Verwaltungen auf die Idee gekommen, wir müssen uns was überlegen, dass wir bei uns in den Verwaltungsgebäuden und so weiter Energie sparen. Ach ja? Man hat ja schon einige Sachen sich auch überlegt. Wir drehen vielleicht ein bisschen die Heizung runter und all so ein ganzes Sachen. Ich denke immer, wenn es so ein bisschen kälter wird in den Räumen im Winter, hilft immer ganz gut bewegen. Ja, wenn die sich ein bisschen mehr bewegen in der Verwaltung. Ja. Dann wird es einem doch warm ein bisschen, oder? Da hast du ja grundsätzlich recht, aber überleg mal, das ist ein Anforderungsprofil, was für die Verwaltungskräfte einfach zu hoch ist. Weißt du? Also ja, doch, das wird schwierig. Die drehen ja schon ab, wenn die einen Rundschaden kriegen, kriegen die ja ein Schleudertrauma. Also da kannst du mit Bewegung, glaube ich, es wäre die einfachste Lösung. Ja. Aber eins haben wir doch gelernt, einfach in der Verwaltung, das wird doch erstmal wieder ein Ausschuss gegründet und geplant, was man da machen kann. Übrigens, ganz interessant ist es auch, wenn die Spitzenpolitik über Verzicht redet und sich gleichzeitig 300 Euro Diätenerhöhung geben. Das sind immer so Szenen, wo ich dann denke, ja Leute, Politikverdrossenheit, das haben wir zum Konzept entwickelt, zum politischen Programm. Ich glaube, bei der nächsten Wahl steht, wir verdrießen die Menschen mehr als andere. Also, naja gut, aber ich wollte jetzt ja die Tipps geben, was man da machen kann. Okay, also Tipps, Energiesparen in den Verwaltungen. Genau, zum Beispiel die Verwaltung, also die Stadtverwaltung nimmt jetzt demnächst nur noch Duschwasser zum Kaffeekochen. Wir sollen weniger duschen, dann kann man natürlich das Duschwasser auffangen, nicht wahr? Und kann das zum Kaffeekorb benutzen. Denn eins ist wichtig, eine Verwaltung ohne Kaffee, die funktioniert ja aber muss gar jetzt, nicht. Aber das setzt ja voraus, dass du in der Verwaltung auch duscht. Ja, davon gehe ich jetzt aus. Meinst du, das ist auch schon, das Anforderungsprofil ist auch schon so? Nein, natürlich nicht. Dann haben wir hier meine absolute Top-Idee. Man legt einfach die Stadt und die Kreisverwaltung zusammen. Ja, körperliche Nähe ist gut. Im wahrsten Sinne des Wortes meine ich das Zusammenlegen. Ne? Vielleicht entsteht dadurch eine neue Verwaltung. Ich glaube, es ist sowieso heute so, dass die Entwicklung in den Verwaltungen ist ja im Endeffekt die einzige Art, wie der Mensch sich ungeschlechtlich vermehren kann. Weil wir kriegen immer mehr Verwaltungskräfte. Es wird überall gesagt, wir müssen sparen, aber in den Verwaltungen hast du immer das Gefühl, da wird noch irgendein Amt gegründet oder müssen wir trotzdem noch einen zweiten, weil sonst kommen wir überhaupt nicht an der Gange und so. Aber ich glaube, es liegt daran, dass um sparen zu können, brauchst du ja eine Verwaltung, die das bearbeiten kann. Oder brauchst du mehr Leute, die das bearbeiten können, das Sparen. Oder Berater. Ja. Das ist ja das andere große Thema. Dann bin ich der Meinung, man sollte die Amtsschimmel endlich in die Großraumbüros reinholen. Ja. Weil wir wissen, Tiere haben eine natürliche Wärme und dann können die sich alle am Amtsschimmel, mit dem sie ja sowieso auf Du und Du sind, können sie sich persönlich dran wärmen. Außerdem, in den Kantinen von Stadt- und Kreisverwaltung werden nur noch Chilischoten mit gemahlenen Pfeffer in Wasabi-Paste. Nicht wahr? Weil es entsteht diese innere Wärme durch etwas, dieses hin. Und ich meine, endlich mal innere Wärme in der Verwaltung. Also das ist vielen Menschen, die da hingehen, schon abgegangen. Das muss mal wiederkommen. Ne? Dann haben wir zum Beispiel alte Kreiszeitungen. Ne? Die werden dann einfach vom Landrat oder vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, die werden einfach verheizt.
Meistens werden ja die Bürgermeisterinnen, die Bürgermeister, die Stadträte und Stadträte, die werden ja von der Zeitung verheizt. Aber da könnte man doch mal jetzt anfangen, umgekehrt das mal zu machen. Und mein bester Vorschlag, und ich glaube, das ist auch der für uns Bürger der vernünftigste ist, die gesamten Verwaltungen fliegen in ein wärmeres Land. Denen geht's gut. Ja. Und ich glaube, uns auch. Ja, also viel. So, aber wir wollen jetzt mal von diesem, wir haben ja noch dieses andere Problem, Extremsommer. Ja, jetzt also, gerade die Woche. Ja, 45 Grad. Hast du sie mitgekriegt? Nein, bis jetzt noch nicht. Es wird auch keine 45 Grad geben. Ich setze mich an dieser Stelle, ich weiß, diese Podcasts kann man ewig zerholen, aber ich sage Ihnen, es wird in den nächsten Wochen keine 45 Grad geben. Na, wenigstens nicht in Norddeutschland. Nicht in Norddeutschland. In Süden, ja, mag sein. Da sind ja teilweise jetzt schon die Temperaturen recht hoch. Aber hier oben an der Küste. Und die sagen in den Meldungen immer, in Deutschland. Ja, Moment, man kann das schon ein bisschen unterteilen. Ne, man nimmt als Größenangabe das Saarland, aber da redet man immer von Deutschland. Ja, stimmt. Also in der Hinsicht. Und soll ja dieser Sahara-Wind wiederkommen. Das ist ja das Schlimme daran, der Sahara-Wind bringt ja nicht nur die Wärme, sondern der bringt ja auch den Staub. Den Sand. Und dann hast du diese schönen weißen Luxuskarosserien, die alle dann so eine rosa Schicht haben von diesem Sand, der da drauf liegt. Und dann, du weißt ja, wie die Leute dann reagieren, wenn das Auto dann so dreckig ist. Oh nee, das geht nicht. Und dann muss wieder so ein Eurokraft ran und muss die putzen oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ne? Und damit kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsthema. Es ist ja eigentlich schon fast, liegt ja schon hinter uns. Aber die Hochzeit von unserem Finanzminister Christian Lindner. Dieses im Vorfeld berichten, dieses Skandal. Das ist doch typisch für uns Deutsche, finde ich. Also dieser Neid, den man dann hat, dass einer mal eine Party feiert. Weißt du was, vor ein paar Wochen war doch das Thronjubiläum in England, das 70-Jährige von der Königin. Ja, ja. Hat da irgendein Engländer gesagt, ach nee, das ist ja alles so groß und so großkupfert. Die haben alle mitgefeiert. Ja. So, und wenn unsere Queen Mom hier in Deutschland, Christian Lindner, heiratet, dann geht alles auf die Barrikaden. Vielleicht müsste man Herrn Wolf das mal nochmal erläutern. Wir haben keine Monarchie. Wir gönnen uns keine Monarchie. Und unsere Queen Mom ist Frank-Walter Steinmeier. Okay. Hat auch so weiße Haare und sieht auch ein bisschen zerknirscht aus. Ja, das war ein bisschen übertragen gemeint. Ja, aber Christian Lindner, das ist ja nun, und ganz ehrlich, es gibt ja nicht nur die Geschichte mit diesem vielen Geld, was das gekostet hat und dass die Steuerzahler ja für das Sicherheitspersonal zur Verfügung. Ich persönlich habe ja immer noch die Theorie, Christian Lindner hat gewartet, bis die Wahl zu Ende ist und als er dann gemerkt hat, die FDP gewinnt, dann sagt er sich, wenn ich jetzt heirate, kann ich den großen Teil der Kosten auf die Regierung abwälzen. Nein. Also, ganz böse denke ich da. Ich denke böse. Ich stehe auf der Seite der Schwachen, also diesmal Christian Lindner. Und die Argumentation mit diesem Sicherheitspersonal, dass der Steuerzahler das Sicherheitspersonal bezahlen muss. Ganz einfache Lösung. Wenn es nicht so viele Idioten unter den Steuerzahlern geben würde, bräuchte man auch kein Sicherheitspersonal. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt richtig bei einer Hochzeit. Also als ich geheiratet habe, da hatte ich kein einziges Sicherheitspersonal. Da war ich das einzige Sicherheitspersonal. Ja, dir will ja auch keiner was antun. Ja, weißt du das? Wir haben natürlich noch ein paar Sachen und zwar habe ich auch ein bisschen natürlich in unserer Kreiszeitung geblättert die Tage. Eine Sache ist mir absolut ans Herz gegangen und zwar im Tierpark Kleve gibt es Stinktierbabys. Och. Ja, und wie süß. Wirklich. Kann man die angucken? Darf man die angucken? Sagen wir mal so, der Arzt, der die medizinisch betreut hat, der wird wahrscheinlich am Ende gesagt haben, hätte ich es mal gelassen. Ja. Weil, Sie werden es nicht glauben, Stinktiere reagieren bei manchen Sachen sehr empfindlich und lassen Dünste ab, die, sagen wir mal, nicht aus dem Douglas-Geschäft stammen. Aber können Stinktierbabys schon stinken? Ja, auch. Weiß ich nicht. Selbst unsere Babys können stinken. Ja. Das wird, also jeder Vater, jede Mutter, die mal eine Windel gewechselt hat, wird feststellen, es ist nicht unbedingt Chloe Nummer 4, was da rauskommt oder so. Ja, aber die haben doch so eine Giftdrüse, so eine Stinkdrüse. Ja, die Babys. Gibt's die? Weiß ich nicht. Die Stinktierbabys eben. Aber genug gewusst. Das war's für heute. Ja. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. 2 Wochen an dieser Stelle, auf dieser Welle, in diesen Geräten, in allen ihren Hörfunkempfängern und auf allen Stationen, wo sie Podcasts kriegen können, YouTube und. Hören Sie diesen Podcast. Heute die 3. Folge. In 14 Tagen kommt dann die 4. Folge. Und bevor wir es vergessen, am Mittwoch kommt ein neues Aktivenarchiv von der Mediengruppe Kreiszeitung raus oder am nächsten Freitag der neue Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung Kreis und Quer. Interessant war ja das Thema, das wir bei diesem Podcast hattest. Beim letzten. Da musstest du noch einen Hamster essen. Nein, ich musste kein Hamster essen. Nein? Ich musste so ein Nutria-Dings essen. Ja, ist das nicht so ein Tier? Ja, das ist so eine Mischung zwischen, das ist eine hübsche Ratte oder ein hässlicher Biber. Das ist so ein Mittelding zwischen den beiden Dingern. Ja, naja gut, aber wie gesagt, wenn Sie das hören wollen, dann hören Sie sich bitte bei dem Podcast an. Ciao.